sind wir wieder! Oh, falsch an. So, das gleiche Spiel wie gestern, oder? Ja, das selbe Spiel eigentlich. Ja, fast, wir spielen ja auch nebenbei. Ich muss mal die Kamera drehen, so. Und nicht vergessen, heute gibt es eine kleine Zusatzbesonderheit. Ihr könnt auf meiner Facebook-Seite uns schreiben und sagen, was wir für einen Schwachsinn veranstalten sollen. Zum Beispiel sowas hier. Oder keine Ahnung, was ihr euch einfallen lässt. Das ist ganz lustig. Last. Das heißt Last. Lass mich reden, ja? Okay, dann lassen wir den Herrn mal seine Meinung. Welche Sprache? Schwere Sprache? Ey, ich Ausländer, ja, was du haben? Den Start macht heute er, ich habe ja gestern den Anfang gemacht, ne? Fängt schon mal gut an, weil ich krieg jetzt schon wieder nicht das, was ich kriegen möchte, und zwar die blöden langen Stäbe. Freut mich immer, wenn ich nur die falschen kriege. Und da ist einer, yay! Ja, einer von wenigen. Und er haut eine Reihe weg, ja! Endlich geht's weiter. Zack, weg damit. Komm, hopp, hopp. Freut mich immer, wenn ich... Hey, und die nächsten gehen runter. Boah, ist das heute spannend, wie gut ich doch bin. Ich bin auf Level 1 gekommen, siehst du das? Ich hab 11 Lines kaputt gemacht. Ja, was echt Skill, ey. Ich sag nur gestern deins, ne, diese Offenbarung und so. Das war noch wesentlich besser. Ey, aber ich bin immerhin noch sehr viel weiter. Oh. Best Skill ever. Noch keine Nachrichten. Wir haben auch noch keine Zuschauer. Echt nicht? Traurig. Der Marcel fragte gerade. Hey, und oh, die nächsten beiden runter. Axe hat auch wieder gesagt, wie gut ich doch bin. Ich bin auf Level 1 gekommen, siehst du das? Ich hab doch gestern schon zugeguckt. Brauchte doch eigentlich nur in dem Verlauf zu gucken. Das war noch wesentlich besser. Ey, aber ich bin immerhin noch sehr viel weiter. Oh. Best Skill ever. Wir haben auch noch keine Zuschauer. Echt nicht? Okay. So, Marcel, ich hab dir den Link jetzt unten in, also Facebook als Privatnachricht gesendet. Da steht sogar noch Livestream drauf, also kannst du gar nicht verpassen. Hey, wir haben zwei Zuschauer. Hallo, Leute. Hi. Gestern schon zugeguckt, braucht das. Braucht er doch eigentlich nur den Verlauf zu gucken. Das war noch wesentlich besser. Man muss immer bei der Hitbox-App immer so ein bisschen warten, bis sie gepuffert hat. Ich weiß nicht warum. Die braucht immer so beschissen lang. Die sind genauso schnell wie die von der Telekom. Ah, ein bisschen langsamer. Noch langsamer als die Telekom? Ja, die Hitbox-App ist echt langsam. Keine Ahnung warum, aber die sind das Ding immer noch am fixen. Oh, als ich mir eine Hitbox angeschaut habe, ganz mit WLAN, wir haben zwei Zuschauer. Hallo, Leute. Hi. Ich habe keine Probleme. Ja, bei mir auch nur per App. Aber auf dem Rechner läuft das bei mir auch einwandfrei. Nee, ich meine, der Handy läuft das immer so ein bisschen warten. Komische gepuffert hat, ich weiß nicht mehr. Ja. Ich brauche immer so beschissen.
Man liegt vielleicht am Handy an, Peter. Oder an Modem. Ja, ein bisschen langsamer. Noch langsamer als ich hab da keine Ahnung. Mein Name ist Hase. Keine Ahnung warum, zack. Und wieder runter. Ey. Mann, ich bin schon bei Level 3. Scheiße, heute geht's aber ab. Ey. Bei mir auch nur per App. Aber auf dem Rechner läuft das bei mir auch einwandfrei. Ja, ich hab abgebaut. Wie krass bin ich denn? Guck mal, ich bin wieder sauber. Liegt vielleicht am Handy an. Was, dreckig? Nein, ich meine nur, ich hab nicht wieder klare Linien. Raten. Du hast so ein Ranking, wo drinnen steht Fremdwörter des Jahres 2014. Mit ganz oben stand das Wort Shampoo oder Dusche. Ne? Das ist ja so witzig. Ja! Dieser Satz wurde nicht geklaut von RTL. Ja, ich hab abgebaut. Wie krass bin ich. Weißt du, spielst bei Mitten im Leben mit? Wieder sauber. Oder Verdachtsfälle? Familienbrennpunkt? Nein, ich meine... Ich wusste es! Die haben mir 8 Cent pro Folge geboten. Verdammt viel für einen Cent Millionär wie dich, ne? Ja. Das ist ja so witzig. Ja! Dieser Satz wurde nicht geklaut, alles klar. Weißt du, spielst bei Mitten im Leben? Es liegt vielleicht da. Ja. Verdachtsfälle. Familien brennen. So, jetzt nicht mehr. So, lieber Max, das Problem wurde behoben. Nicht vergessen an unsere zwei Zuschauer, interaktiv könnt ihr per Facebook auf meiner Like-Seite Woodbrother Anubis and Friends, deswegen heißt es and Friends, interaktiv mitmachen. Indem ihr mir eine indem ihr mir eine Privatnachricht sendet mit dem Kennwort Livestream und dann uns schreibt, was wir denn wieder mal für Schwachsinnssachen machen. Eigentlich sind wir für Schwachsinn ziemlich bekannt, oder? Ja, so ungefähr. Ich sag ja nur Gamescom. Wo ich mich hinter die Mädels gestellt hab und dann hinter denen getanzt hab. Zum Beispiel. Oder Call of Duty? Call of Duty war sowieso. Battle of Honor, Achtung, da sind Taliban! Ja. Das war das Beste. Wie die Soldaten dann geguckt haben, was war das? Könnte es sein, dass du zu Ende gehst? Nein. Ich tu nur so, weil es Spaß macht. Ach so. Mehr Lines kriegen und so. Das war jetzt reiner Zufall. Du hast schon die 10.000 Punkte erreicht. Ja, ich geil bin. Ja. Mir wurde nicht schlecht.
Oh nein. Das tat jetzt weh. Oh, das ist sogar Tatsache. Jürgens ist tot. Er ist gestorben an Herzversagen. Oh. Wow. Da ging ein großer Mann von dieser Welt. Scheiße. Jetzt scheiße, weil Udo Jürgens. Nein, ist, ich hab oder? Grad verkackt. Trotzdem sage ich mal vielen Dank für die Blumen. Hatten wir beide wohl gerade denselben Gedanken. Du weißt schon, dass ich das nicht bringen darf. Du bist dran. Ich bin dran. Schlag das erstmal ab, Biatch. Was hast du denn geschafft? Mehr als genug, sagen wir es mal so. Mit 19 Punkten. Also ich versuche ja immer erst ein bisschen aufzubauen, damit ich dann mehr Punkte kriege, wenn es dann abgeht. Und sowas versuche ich dann zu vermeiden. Also du musst mindestens Level 5 werden, damit damit ich dich schlagen kann, ja. Welches Level hast du denn erreicht? Level 6, ne? Mhm. Ich glaube gerade so. Auf jeden Fall über Level 5. Schalte ist aber echt bald los, ne? Ja, ja. Spielt und umgefilmt. Simon hört auf, Udo Hürgen stirbt. Tja. Die Welt hat wieder Spaß. Ich bin der Platz. Spätestens morgen rennen sie dann wieder alle in die Läden und kaufen sämtliche Best-of-Alben von Udo Jürgens. Ja, natürlich aus den Toten nochmal das letzte bisschen Geld rausquetschen, was ja. Es rauszuquetschen gibt. Und dann das Ganze nennen sie dann das Dankeschön-Album Udo oder wie auch immer. Ja, sie fangen ja schon morgen an direkt zu verkaufen. Die ganzen Mitläufer und sowas kommen dann wieder ran. Und ich höre schon die Leute wieder sagen, ja, also ich habe den Udo Jürgens auch schon vor dem gehört, dass er tot war. Ich fand den immer super. Hier Kindheit und Tom und Jerry und so, habe ich voll gefeiert. Und die Biene Maya ja erst. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht mehr anhören. Du merkst einfach direkt, dass die Leute total am Heucheln sind. Und dann kommt so diese Fail-Frage im Alter, wissen die eigentlich erst aus dem Jahre 2006? Oder nee, später? Warte, 2002 klingt dann realistisch. Und sagtest du nicht, was willst du mit dem Schlagerkram? Oder Kinderserien, naja, bist du da nicht mal, zu alt? Ja. Als ich dann Tom und Jerry mal anmachte? Nein! Das war ja ganz anders gemeint. Ja, oder, dann kurz danach hat es mir aber dann doch gefallen und so. Mm. Oh. Naja, aber die ganzen Leute gehen mir total auf den Sack mit sowas. Ich kann mir das einfach nicht mehr antun, diese Heuchelei heutzutage. Das war genauso wie mit Brian O'Connor, als Dings Paul Walker gestorben ist.
The Fast and the Furious verliert an Flair. Komm, wir sagen komm, The Fast and the Furious, the best movies ever. Ja, ja. Genau so ein Ding gewesen. Ganz traurige Geschichte. Ging's denn einer guten Zwickmühle, wa? Nein, eigentlich nicht. Weil es Spaß macht, ne? Ja. Jetzt hänge ich in der Zwickmühle. Das war das schönste Erlebnis. Ah, jetzt hast du wieder Mist gebaut, weil du hättest den nach unten durchsetzen können. Erstmal einen neuen Untergrund vor. Wenn ich dich jetzt noch schlage, ne? Oh, das wär's aber, das wär richtig was. Ey, dann sag ich dir eins, dann spendiere ich mir einen Keks. Mhm. Vor allen Dingen, wir haben Keks hier, oder? Weiß ich nicht. Ich mach es jetzt mal wie private. Total jetzt ein Preise. Oh scheiße, sind die gut. Verdammt lecker. Ach ja. Komm schon. Ich kann auch nicht gegen so einen Vollversager verlieren. Also Wurst verlieren. Das verspreche ich dir. Und damit einen Fehler gemacht. Sicher? Ja. Sicher? Ja. Warum? Hättest mehr auf einmal abräumen können, das hätte einen höheren Bonus gebracht. Ich will ja nicht wissen, was passiert, wenn der Macher von Mein Nachbar Totoro und Prinzessin Mononoke und sowas, was passiert, wenn der mal stirbt? Dann kommen sie auch alle ran. Oh, diese Filme, das war der total geile Scheiß. Du hast so toll, kann das sein? Ja, ja. Muss mich schauen, aber vielleicht ist das ja auch mein Glück. Vielleicht. Ja, spätestens beim Mortal Kombat können wir das ja später wieder sehen. Aber ich würde schon mal einen Änderungsvorschlag bringen. Wir können ja heute mal ein bisschen mehr Mario Kart zeigen, indem wir statt einzelneren Cups fahren. Ja, können wir gerne machen. Blöd finde ich es auch ein bisschen, dass wir das hier, so dass die Pfeiltasten dabei nicht so funktionieren. Mhm. Könnte ich aber umstellen. Könnte, ne? Ja, es sind nur ein paar Knopfdrückchen, also. So schwer habe ich es damit nicht. Ich habe die Controllersteuerung extra am mehrfach belegt. Brauche ich nur hinzugehen und dann halt zu ändern. Ich bin schon Level 4. Beweise Skill. Läuft bei ihr. Bams! Jetzt räumt der kleine Scheiße ab. Ja. Nein. Level 5. Mit 50 Lines. Fail. 50 Lines und damit auf Level 5 gekommen. Ja. Mach das nach, Schlampe.
ungeprobt, Bitch. Ja. Lol, das habe ich aber auch. Guck mal da unten in die Ecke. Mach mal ein Foto davon. Mach mal ein Foto davon. Speichervoll. Wie kann das? Keine Ahnung, ich mach's mit meinem Handy. Ja, dann mit meinem, das ist egal. Was hab ich echt noch nicht gesehen? Also das geht nachher um die Welt. Bug in Tetris. Bams. Bug im Tetris. Heute brechen wir Rekorde, schreiben Geschichte. Bug in Tetris entdeckt. Das ist mal was. Also das hatte, das ist Weltpremiere. Und das auf so einen kleinen Stream. Leute, hier kriegt ihr echt was geboten. Ein Fehler, ein Tetris gefunden. Ich muss nachher auf jeden Fall gucken, wie auf der Aufnahme, wie das war. Ja, weil ich da eine Lücke drin gelassen habe. Deswegen. Weil normalerweise rücken die doch dann immer nach unten nach. Eigentlich schon, ja. Sobald das fällt. Bei dir süß mal nicht, das Level 6. Also das hat was Interessantes. Das ist mir vorher noch nie passiert. Per Zufall ein Bug ausgelöst. Weil normalerweise werden die ja gestützt und das ist ja diesmal nicht der Fall gewesen. Guck mal, ich bin sogar bis nach ganz unten wieder gekommen. Fest mach zu, Kamera, mach zu. Da ist ja Dings. Aber ich freue mich auf dieses Spiel Until Dawn, das Horrorspiel. Vom Gameplay her wird es ja sehr interessant. Wird ja wie, wie heißen sie? Wie Beyond the Soul oder Heavy Rain? Da muss ich ehrlich sagen, da freue ich mich drauf. Ich hoffe aber mal, dass das auch für PC kommt, weil das jetzt nur auf der PlayStation zu sehen, da würde ich mich schwarz ärgern. Also, ja, und nur dafür eine PlayStation 4 kaufen? Nein. Zumal ich würde es eh nicht tun. Und ich rate auch sowieso ja jeden von der PlayStation 4 ab, weil es einfach schwachsinnig ist. Oh, ich bin schon Level 7. Du hast mich geschlagen. Wieder mal. Wie kann sowas nur passieren? Ja, das Spiel will mich verarschen, es hasst mich. Er bezeichnet mich gerade als Cheater. Totaler Hacker bist du. Ich sehe da das Aimbot-Programm, das sehen die Leute gerade nicht. Hast du angemacht, ne? Natürlich. Schlimm immer mit diesen Cheatern hier. Die können nicht einmal fair spielen. Ich hab's angemacht, wo du auf Toilette warst. Obwohl ich gar nicht auf Toilette war, aber ja. Auf deiner imaginären, so wie die von Wonder Woman. Ah ja. Die unsichtbare Toilette von Wonder Woman. War das nicht ein Sketch von Family Guy? Keine Ahnung. Guck kein Family Guy. Hey Wonder Woman, was machst du gerade? Ich sitze auf Toilette. Oh, das ist jetzt peinlich. Mal gucken, ob ich meinen eigenen Rekord nochmal schlage. Wie auf Level, keine Ahnung, was kommt. Level 9 war das genau. Ich war auch schon auf Level 9, so ist das ja nicht, aber jetzt noch nicht im Stream. Das ist der Vorführeffekt. Ja. Deswegen. Weil es dein Stream ist, ne? Und du ja.
musste ich als ganz, ganz harter Kerl beweisen. Da werde ich immer so nervös bei. Der den übelsten Skill hat. Ja. Stream-Besitzer werden automatisch nervös, sobald der Stream angeht. Ja, wenn sie mit mehreren offline spielen oder online, dann sind wir immer ganz nervös und sind die schüchternsten Menschen der Welt. Weil wir wollen keine Leute enttäuschen. Sag das mal deinen Eltern. Oh! Nein, Product Placement, meine Freunde, Product Placement. Egal, ich habe dich geschlagen und das ist alles, was zählt. Ja, ja. Schon wieder RTL zitiert. Noch eine Runde Tetris. Ja, zwei dachte ich, wie passt das dann auch? Wenn du mich jetzt schlägst, ne? Die Rache ist mein. Ja, klar. Sollen die Ziff über dich kommen? Mit ihrem Schweizer Taschenmesser Laserschwert. Ach so, ja. Ich habe es in vielen Foren gelesen, ne? 2016 wird man Truthähne mit Laserschwertern schneiden. Das wäre schön. Ich will auch ein Laserschwert. Nein, sie sind dafür nicht geeignet. Weil sie sind zu klein. Ah ja. Okay. Ich sich aber heute mit den schreibenden Grenzen, kann das sein? Ja, wir wollen auch mal einfach nur genießen. Wir wollen doch nur chillen. Wir tun doch nichts. Meine Ohren bluten. Und bam, wieder weg. Was ist? Ne, ich hab nur gerade meinen Webbrowser geschlossen. Haha. Und auch Steam Support klingt. Aber vielleicht sind sie auch einfach nur zu faul dazu, um den Button für die. Also für Facebook zu öffnen und dann zu schreiben. Vielleicht. Kannst du gar verstehen, ich bin auch ab und zu so ein fauler Mistkerl. Vielleicht gibt es aber auch einen Livestream-Viewer-Killer. Der killt die Leute, die niveaulose Livestreams gucken. Wow, meine Reichweite hat sich von 174 auf 661 erhöht. Haha, ich bin nicht satanistisch. Fehlen noch 5 Punkte. Du bist der totale Satan-Anhänger, weißt du? Ich weiß, was ich mir eigentlich dieses Jahr selbst zu Weihnachten kaufe. Was? Muss ich allerdings noch bestellen. Die Razer-Mütze. Die dank meines lieben kleinen Bruders Lars am Arsch gegangen ist. Weil sollte auch jeder wissen, dass der Lars heißt. Ja. Weil wenn er es sieht, dann weiß er, dass er schuld ist. Ding dong. Guckt niemals Sam & Cat auf Nickelodeon, sonst bekommt ihr diesen. Mach mal ein bisschen Stimmung. Der Max will Stimmung. Wie war das noch? Schreibt mir auf meine Facebook-Seite. Good Will Other Anubis and Friends. Per Privatnachricht. Ich krieg wieder nur solche Nachrichten per WhatsApp. Ein bisschen Stimmung. Wie macht man Stimmung? Ich würde jetzt sagen, wir sollten das Ganze ein bisschen stimmungsmäßig machen. Aber ich glaube, die. Hier ziehen wir los mit ganz großen Schritten. Ein Mensch schon mit Tetris. Ich
Du hast verloren. Mist. Achtung, Baum. Kennst du noch unser altes Spiel Achtung, Auto? Ja. Wo du fast überfahren wurdest, weil ich dich geschubst hab. Warum hast du dich nicht erwischt? Du weißt schon, dass das gerade aufgezeichnet wird, ne? Willst du zur Polizei rennen? Für etwas, was vor gut 5 Jahren... Oh! Da ist der rübergezogen. Scheiße. Ja, deswegen sage ich ja, mit Pfeiltasten wäre das wahrscheinlich einfacher. Nee, habe ich auch schon probiert. Echt? Ist nicht einfacher. Hat dieselbe Marke. Ja, dann. Und jetzt kriege ich natürlich nur Blöcke. Die wollen mich doch hier... Guten Tag und beim Blocken. Willkommen beim Blockverkauf. Ja, genau. Wir machen auch hier keinen Blockunterricht. Aha, ha, ha. Flachwitz. Voll die Stimmung, Alter. Wir machen jetzt Blockwitze über Blogger und so. Ich habe letztens eine Folge Simpsons geguckt, die wahrscheinlich jeder kennt, wo Homer nochmal zur Uni durfte und dann sagt er zum Professor so, ich habe so und so viele Jahre in Atomkraftwerk gearbeitet und ich weiß, wie es funktioniert. Und dann hörst du nur so den Alarm klingeln und da kommen die mit den Schutzanzügen an. Hey Homer, hey, geht rein. Und die kennen den wohl schon. Ja, war geil. Du bist jetzt bei Level 3. Wie lange spielst du schon? Lang genug, um zu leben. Oh mein Gott. Da unten ist eigentlich ein login-freier Chat, oder? Muss man sich für den Chat anmelden? Ich glaube, man müsste sich anmelden. Aber ich habe mich sofort bei Hitbox angemeldet, als mir die Streams gefielen. Von daher kann ich das nicht genau sagen. Ich glaube, ich muss mich anmelden. Ich weiß auch nicht, was die Leute an Twitch finden, weil im Endeffekt ist das eine Plattform wie jede andere auch. Da ist überhaupt nichts großartig Besonderes dran, was so viel besser wäre wie bei anderen Streams. Die haben dieselben Probleme. Und bloß, dass der Chat von Twitch meistens total überfüllt ist. Und das mag ich eigentlich an Hitbox, weil bei Hitbox ist noch nicht alles überfüllt. Wir sind bei Level 4 und jetzt bist du Level 5. Mit 50 Lines. Willst du mich imitieren, wa? Nein. Ich frage mich eigentlich jetzt gerade, ob das an den Lines liegt, wie weit du kommst oder eben halt... Ja, kommt so ein bisschen auf Punkte und Lines an. Je nachdem, was für ein... Ja, das ist jetzt immer schön. Jeder, dem wie weit du kommst, muss da eins von beiden erreicht haben. Auf einer gewissen Höhe. Ich glaube, ab Level 9 gewinnst du Tetris automatisch, sobald du alle Lines zerstört hast, ne? Ja. Und machst du mit jedem Level. Nur auf Level 9 zu gewinnen ist ziemlich schwer. Ja. Denke ich auch, aber... Viele machen es halt so, weil bis Level 9 zu kommen, weil das gibt mehr Punkte. Ich mag Meerschweinchen. Ganz tolle Aussagen. Ja. Finde ich auch. Ich weiß nicht, ob man es hört, aber im Hintergrund hört man meinen Vater lachen. Wie er teilweise erschreckt. Noch eine Line mehr, du hättest die ein bisschen mehr anstrengen können. Boah, du hast mich... Du war das knapp. Aber im Endeffekt habe ich nur noch die falschen Blöcke gekriegt und von daher hat das eh nichts gebracht. Es hängt drei von den Blöcken ab.
Ja, ein bisschen schon, weil du kannst ja gute und schlechte Blöcke kriegen. Ich muss morgen noch nachfragen, wie das aussieht wegen meinem Urlaub ab dem 1.1. Weil dann startet ja auch Dings, mein neues Projekt, was ich mit dem Philipp und auch mit dem Max hab und mit ganz vielen anderen auch noch. So, und ab. Wenn ich jetzt den Urlaub bekomme, dann mache ich in dem Sinne noch ein kleines Nebenprojekt, und zwar nenne ich das Ganze dann The Life of YouTube oder The Life of Gamer. So, das war meine erste Idee, The Life of Gamer, weil eben halt, dann mache ich mein Leben zum Videospiel oder generell zum Internet, weißt du, Tagebuch. Das heißt, ich versuche so viel wie möglich ab mittags an zu posten und alles online eben halt, ne? So. Das nennt man Vlogging. Oder Vlog? Ja, Vlog. Ah. Video bloggen. Okay. Sorry, ich habe auch ein Privatleben. Ja. Nicht diese. Das lassen wir jetzt mal so da stehen. Ja, danke. Weißt du, du erzählst gerade noch. Du willst dein Leben um YouTube drehen lassen und so. Ja, jedenfalls so 14, viel wie möglich. 14 Tage lang. Ja. Während deines Urlaubs. Und da sollte man das dann schon wissen, ne? Ja, irgendwie schon. Man sollte sich ja informieren, ob es sowas nicht schon gibt. Aber in 14 Jahren sprechen wir nochmal darüber. Vielleicht ist dein... 14 Tage lang geht mein Urlaub, ne? Und du willst 14 Jahre warten. Vielleicht ist dein Hirn dann weit genug. Nein. Das stimmt. Die Hoffnung stirbt doch zuletzt. Man sagte mir mal, dass es für mich gar keine Hoffnung gäbe. Ja, da ist was Wahres dran. Das ist wie mit dem Dom, ne? Wenn der fertig wird, geht die Welt unter, und bei dir sieht es so aus, wenn es für dich Hoffnung gibt, dann passiert das Gleiche. Also rettet euch. Ich stelle mir das gerade so voll fail-mäßig die Maya, vor. Die Mayas haben bestimmt dafür einen Kalender gemacht. Ich stelle mir das gerade so fail-mäßig vor, wenn irgendwas auf der Welt passieren sollte und dann sagt irgendjemand, der Typ da, der ist unsere letzte Hoffnung. Das Einzige, was ich dann hören will, ist das Dragon Ball Z-Thema. Wenn du unsere letzte Hoffnung bist, dann bin ich der Erste, der ins All fliegt. Und da lebt auf ewig. Wenn du überhaupt so weit kommst. Ich hoffe mal, weil die letzte Hoffnung, du und wir sind verloren. Ah, jetzt ist aber mal hier, ne? Abbautime. Ja, würde ich mal sagen. Ich finde den Stromberg immer so lustig, wie der an den Reden ist. Also, ich kann dem noch nie was abgewinnen, ey. Ich finde den gut. Also jetzt nicht unbedingt die Sendung, aber wie der manchmal spricht und was der von sich gibt. Das hier die Adblocker-Werbung zum Beispiel. Freunde der indischen Brotsuppe, auf so einen Scheiß muss man erstmal kommen. Freunde der indischen Brotsuppe. Ja, sagt er da drin, voll geil. Ich meine, die Sendung ist für mich jetzt auch nicht unbedingt so. Also an The Office kommt sie nicht ran, aber The Office habe ich nie gesehen. Oder die ist ungefähr dasselbe. Oder Community. Ja, Community ist nix. Aber The Office. Das
So wie es aussieht, schlage ich dich trotzdem noch einmal. Bams, mega Skill! Ja, es sah nicht anfangs dann aus, als könnt ihr ihn schlagen, aber jetzt ist er doch wieder im Rennen. Jetzt geht's hier nochmal rund. Wer hat noch nicht, wer will nochmal? Ich bin bereits Level 3. Mhm. Auf dem besten Regel zu Level 4. Ja. Du müsstest mir allerdings gleich mal helfen. Ich hab so ein Problem mit Half-Life. Und zwar, dass das Bild übelst gesoomt ist und ich krieg das nicht mehr raus. Ich kann kein Spiel spielen, was eben halt, abgesehen von Counter-Strike Source, was auf der Source Engine läuft. Ah, was? Das war wunderschön. Ja, ich hatte noch so meine Zweifel, ob das so gut wäre, aber war die beste Entscheidung meines Lebens. Ja. Das erzähle ich später Frauen, Kindern. Hör mal, bei Tetris genau diesen Move zu machen, war die beste Entscheidung seines Lebens. Vergiss deine Hochzeit, vergiss eure Kinder. Das war das Einzige. Fuck. Da ist er wieder. Tetris hat ein Auge bekommen. Oh ja. Ein Zyklop. Nein, Illuminaten. Wir werden alle sterben! Da ist er weg. Ich hab die Illuminaten getötet. Ich war doch die letzte Hoffnung. Ich könnte heulen vor Glück. Wie weit bist du jetzt eigentlich gekommen? Bis welches Level? Level 5. Ich weiß nämlich gar nicht, wie weit ich mich noch anstrengen muss. Ah ja. Und was ich sagen kann, okay, gehören kann wieder auf Senpai. Du weißt, dass wir danach weiterspielen, ne? Ja, aber bis dahin, da, ne? So noch zwei Linien. Ja. Thanks. Komm, ich versuch mal so eine Megabombe. Ich hau jetzt einfach mal so fett hier was drauf und so. Nein! Doch! Oh! Oh! Ja, jetzt! Boah, da kommen wieder die schönen Sachen, die Kunst und so. Architekten sprechen von einem Meisterwerk. Das macht Freude auf. Überhaupt kein Product Placement hier. Also jetzt hätte ich Lust auf ein Bier. Hast du einen? Nein. Haha, zum Glück, dass ich kein Bier trinke. Mir schmeckt dieser Scheiß einfach nicht. Ich bleib beim Jägermeister. Du hast Jägermeister. Ach nee, ich muss morgen arbeiten. Hammer. Nee, du kommst jetzt gleich mit der. Ach nee, beim Leften darf man, glaube ich, gar keinen Alkohol trinken. Nein. Wir erzählen, es wäre Apfelsaft oder Hustensaft. Was hältst du davon? Ich hätte Jägermeister da. Ja, ich weiß. Kein Jägermeister, also Hustensaft. Ja, stimmt. Also ich hätte Hustensaft da. Und damit guckt euch diese Kunst an. Er hat ein großes L geschaffen. Wow. Ich bin begeistert. Und ich befreie mich mal wieder. Achtung, Special Move! Bams! Du fragst dich gerade auch, wie man mit so viel... Du hast Glück. Glück, nennt er das? Es gehört immer ein bisschen Glück dazu. Ja, aber das ist das, was du nicht hast können. Tetris.
Können in Tetris. Ja. Und das Ganze jetzt bitte nochmal in einen Satz. Das erinnert mich jetzt gerade irgendwie nochmal an die, das, was wir gestern beim Vibranator gesehen haben. Ne? Diesen Wortskill-Schatz. Ja, ja. Oder das Leben des Brians mit dem Graffiti. Wie wird das richtig geschrieben? Mega geile Szene. Jetzt hast du dir selbst zu ihr gebaut. Ja, ist egal. Eine Reihe kommt da. Noch eine Reihe runter. Was für ein Glück. Na, noch ist nicht abgebaut. Nee, nee, aber... Hallo. Aha. Komm rüber da. Einzelleintakt. Wie? Wieder zwei Linien runter. Und jetzt habe ich verloren. Jetzt ist es vorbei. Das war aber gemütlich. Jetzt vorbei. Scheint ganz so. Scheint nicht mehr so, ist so. Und da baut er nochmal zwei ab. Ja, was ist denn das hier? Ist vorbei und trotzdem geht's weiter. Ja, jetzt ist aber hier wirklich Ende. Da kannst du knicken. Ja. Wieder geschlagen. Nächstes Spiel open. Ich würde sagen, diesmal machen wir ein ganz neues Spiel auf. Heute spielen wir was ganz Besonderes. So, kurz hier das Bild wegmachen. Neues Bild hinzufügen. Ja. Ach nein, warte, ich muss ja erstmal ein bisschen runterziehen. So. Hinzufügen. Was spielen wir denn? Wirst du jetzt gleich erfahren. So. Worüber den Controller? Ja. Ach, Pac-Man. The Collection. Pac-Man Mania, Pac-Man Attack, Pac-Man. Natürlich das Klassische muss es sein. Und der Ghost haut auch noch vor dir ab. Ja. Ja, die haben ja alle ihre eigene Technik. Der eine ist aggressiv, der andere passiv. Und somit kannst du... Ah! Da war es doch schon. Ja, du musst darauf achten. Ach, ich... Weiter. Jetzt aber. Immer noch nicht. Was ist das denn? Wie viele Leben habe ich denn hier?
Ey, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt bist du das. Game over, ja. Aber der eine heißt Blinky. Und der andere Pinky. Und der Brain. Inky und Clyde. Der eine heißt Clyde. Clyde-Frosch, ne? Ja. Denk daran, du ziehst immer ganz nach oben, wenn du nicht in die anderen Richtungen ziehst. Klatsch 200. Nicht ist auch das erste Mal, dass ich jetzt hier Pac-Man auf dem Ding spiele. Du wolltest zu mir? Das ist eine Beere, damit kriegst du ein Level ab, weißt du ja, ne? Oh! Ey, ich drück noch zur Seite, das ist echt. Das ist ein bisschen schwierig, ne, mit der Steuerung. Und ich habe keine Punkte mehr. Ja. Keine Destroyer-Punkte. Ah, jetzt musst du alle Punkte so sammeln. Nein! Das und das war's. Egal, wieder ein Spiel gewonnen. Mal gucken, ob ich es jetzt besser mache. Es gibt aber Tricks, wie du die wie du die verarschen kannst. Ja. Siehst du, was ich meine? Ab und zu reagiert der gar nicht wirklich. Nee. Ich glaube, das Spiel wäre wirklich besser, wenn du da mit Maus und Tastatur spielst. Wer weiß. Jetzt hauen sie wieder ab, diese feigen Säue. Zack. Ah, geht doch. Zack. Ah! Wie mies! Oh! Da hat er dich erwischt. Oh! Da hat er dich eiskalt erwischt. Hey, ich hab noch einen Lippen. Ah! Arsch mich doch nicht! Nein! Und wieder mal gewinnt Frankie. Voll in die Zange genommen. So, nächstes Spiel. Mal gucken. Was haben wir denn noch? Wie war's mit Sonic Adventure? Erstes Sonic, Level. Das klingt gut. Erstes Level. Ja, machen wir. Super. Mario? Ach, Mario. It's me, Mario! Ja. Ja, ich bin. Ich vertue mich immer bei den beiden. Das ist grausam. Und so. Sonic IK. Szene bearbeiten. Kann weg. Ja. Hinzufügen, Fenstermodus. So. Yay, Hauptsache ich kann das mal. Tschüss, du bist raus hier. Keiner liebt dich, keiner braucht dich. Ich bin einzeln hier. Ja. Ja. Und jetzt muss. Raus, komm, weg! Jetzt kann ich das hier oben hin tun. Ich glaube, das dürfte so in Ordnung gehen. Wer die schnellsten. So klein. Wer die schnellsten Runden auf Level 1 läuft, ist der bessere. Time Attack. Natürlich will ich Sonic, erster Akt. Das erinnert mich ein wenig an den Dat von früher so mit dem Schulhof wieder. Ja, ich lege aber einen schlechten Start hin. Ich wäre jetzt durch gewesen damals. Zumindest so gut wie.
Was war das schnellste, was du hattest? 18 Sekunden. Und dann nehme ich die falsche Richtung. Jetzt komme ich da nicht hoch, ich glaub's ja nicht. Sonic, lass mich jetzt nicht in den Stich. Ja, auch das hätte ich früher besser gelöst. Also die Steuerung ist auch nicht so gut mit dem Controller. Ja. Ich bin dran. 81. Fast eine Minute. Sind die. Try again, brauchst du nur. Und jetzt hast du den Fehler gemacht. Oh, sehr schön gelöst. Aber trotzdem nach oben. Die machen mir Platz! Die lieben mich! Aber verloren habe ich trotzdem. Ja. Da habe ich schon eigentlich einen sehr viel stärkeren und schnelleren One hingelegt. Ah, schneller ist jetzt falsch aus. Wenn man die Zeit betrachtet, ne? Ne, trotzdem, eigentlich hatte ich viel weniger Komplikationen als du. Ja, das auf jeden Fall. Jetzt holt er aber hier den Skill raus. Kann ich ja nicht auf mir sitzen lassen. Was, der sich einen besseren Run hinlegt? Ja. Ah. Ja. Fahrt aufnehmen und geschlagen. Denn der mal hier. Es wird dadurch nicht schneller, ne? Also nur ein bisschen, aber. Auf dem Gameboy damals war das eh alles viel besser. Da konntest du das viel besser ausleben mit der Steuerung. Macht. Falsche Richtung. Oh. Fail. Ja. Man erhofft sich immer, dass der dann so knapp da drüber springt, ne? Aber das tut er nicht. Und gewonnen. Der kriegt's nicht. Oh. Und noch stehen geblieben. Oh. Das war jetzt. Aber wenigstens mein eigener Rekord gebrochen. Nein. Oh. Oh, nee. So, Sonic hätten wir damit auch durch. Als nächstes wieder Mario, würde ich sagen, ne? Ne, lass mal auf den Annie wechseln. Auf den Annie wechseln, kommt so. Jo. In meinen Augen sowieso dann das Bessere. Mal gucken. Ja. Ist er ja. So, was nehmen wir denn als erstes? Pokémon? Star Wars? Super Smash Bros. The Legend of Zelda.
Mortal Kombat, lass mal damit starten. Okay, dann fangen wir an mit Mortal Kombat. So, dann wieder Selfie. So. Szene bearbeiten. Ganz lang ziehen. Oh, ist sogar ein bisschen überschüssig hier. Ich glaube, ich gehe nachher zu Bahn und bringe mir was zu essen. Kaufen. So. Und damit können wir starten. Controller. 2 gegen 2 natürlich. Auf jeden Fall wieder andere als gestern. Also, ja, immer andere. Sie hatte ich noch gar nicht. Was hab ich? Sie hatte ich schon, Melina hatte ich schon, sie hatte ich noch. Nee. Und wen hatte ich noch? Auch noch nicht. Schiefer. Ich nehme mal. Ich nehme mal die Mutter von Melina. Ich fand ja den Film gar nicht so schlecht damals. Das, wo sie meinte, das ist meine Mutter? Ja. Mortal Kombat 2? Genau. Luft schlagen! Ja! Ich... Oh! Your spin right round, right round. Oh! Oh! Oh nee! Ha! Ausgewichen, ouch! Oh, Kano, yeah! Da hatte ich mit jeder Punkte gestartet. Ah! Bams. Oh, jetzt macht er mich hier. Oh! Na? Zack, zack und Bams, ja. Uhuhuhu, 1-1. Ah, jetzt hat er mich aber. Ah. Oh. Wow. Oh, Ednard! Das war eine Kopfnuss fürs Leben. Oh. Jetzt machst du mich aber hier echt. Boah. 2-1. Continue. 2-2. Andere. Den weißen Roboter hatte ich noch nicht und den Hawk hier hatte ich auch noch nicht. Ich nehme mal den Polizisten und Shiva. Nimm mal Johnny Cage. Oh, er qualmt. Er ist überlastet. Das ist genauso. Das ist dasselbe Fehlprodukt wie du. Aha. Autsch. 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 Kingarten, wow. Mit dem Kingarten beendet, wie geil ist denn das bitte? Zack.
Da renne ich dir wieder voll da rein, weil ich mir denke so. Na? Ah! Einfach mal gerade ausschlagen. Wird schon uns was bringen, ne? Ja. Bam! Knockout! Ja. Ja, ich wusste gar nicht, dass Chiba sowas kann. Aber Hauptsache, sie springt wie Donkey Kong irgendwo nach oben und kommt. Ja. Bams! Bams! Guckt euch die Fresse von dem Typen an. Oh! Ah! Ey, bleibst du wohl auf einer Seite? Fischer. Oh, mit den Brocken. Hi, Joins. Du musst Start drücken diesmal. So. Wen hatte ich denn auch noch nicht? Ich hatte dieses. Sonja hatte ich noch nicht. Wen hatte ich? Und Mädels gespannt. Ein Hello Kitty Ninja. Was ist das denn? Warum heißt der Typ Regen? Was sind seine Fähigkeiten? Er lässt es regnen, glaube ich mal. Ja, die hat den Leck, oder? Was? Ja? Ja, ja. Hui! Hui! Ha! Oh! Oh! Schon wieder dieser Leck. Ja. Sonny, passt auf. Oh. Ding dong. Den Emulator gibt es bei N-Rooms oder M-Roms. So. Hey, jetzt sind es schon drei Leute. So, Raiden hat. Willkommen, der dritte Unbekannte. Wen hatte ich denn noch nicht? Ich hatte diesen komischen Typen hier noch nicht. Wen hatte ich denn noch nicht? Nehme ich mal den Bullen. Striker. Ja. Und Kano hatte ich auch noch nicht. Kano kamst du damals mit am besten klar, oder? Weiß ich gar nicht. Nee, der rote Roboter, da. Ja, mit dem habe ich als erstes Mortal Kombat 3 durchgespielt. Mann. Das erste Mal diese Specials herauszufinden. Autsch. Ich versuche eher ein bisschen zu treffen, weißt du? Naja, klappt sowieso.
Bam! Zoom! Hauptsache Kano lässt mich nicht durch. Boom! Bam! Oh, das war etwas. Rage Mode over 9000. Wow! Jetzt geht's aber ab hier. Combo Strike, Alter. Zack! Was sagt der weicht mir den volle Kanne aus? Ah, da war sie ja. Wie habe ich das denn jetzt gemacht? Oh, oh, oh. Oh! Finish him! Und meine Damen und Herren, steht es 2-2. Ja! Voll geil! Ich würde ja jetzt sagen, ich nehme immer Striker, aber wollten ja immer andere nehmen. Schade drum. Shiva hatte ich noch nicht. Shiva und hattest du eigentlich gestern, aber. Echt? Ja. Nehmen wir Scorpion. Hey, ihn hatte ich auch noch nicht. Stimmt, gestern hatte ich Shiva. Naja. Was der voll die gemachten Brüste, guck dir die mal an. Ja. Oh, Ghost Power. Oh, durch die Decke geschlagen. Ich mach diesen Special Move noch. Well done. Sachen mal schnell die Trophäe, volle Kalle. Mit Axt! Oh, und wie schön verpixelt das früher noch war. Und dabei waren das graflich gesehen total geile Sachen. Ding dong. Nächster Aufgang. Bam, finish him. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Mario Kart? Ja, Mario Kart. Und zum Final dann. Du hast zwei Spieler, so ein Partner noch so spielen. Was hast du noch so ein Games, das. Also die können wir nochmal spielen, Pod Racers können wir spielen. Ridge Racers. Ridge Racers, das Alter, wo auf dem Handy finde ich das nicht so gut. Gab's aber, nee, ich meine aber so an normalen Spielen jetzt richtige, nicht per Emulator oder so. Also, ja, eigentlich wenige Multiplayer, die man noch so spielen kann. Diesmal fangen wir aber dann an mit Battle. Select your player. Ich mag Luigi irgendwie. Ich weiß gar nicht warum. Double Deck ist eigentlich. Neben den Blocks die bekannteste, ne? Das ist außerdem in meinen Augen die beste Battle-Arena. Erstmal wegfahren. Ah, ganz knapp. Ja,
mir selber an. Bist du denn schon wieder? Guck doch auf die Karte. Oh, wieder ganz knapp. Tschüss. Out of the map! Sache, den ersten Ballon verliere ich wegen mir selbst und den zweiten auch von mir. Das ist doch nicht wahr, oder? Den dritten hau ich mir auch selber weg. Nochmal. Okay, Einführungsrunde vorbei, so jetzt läuft's aber hier. Ich wusste gar nicht, was der Boot und was alle mit dem Battle Mode wollten. Okay, ein Vierspieler macht das wohl tierisch Spaß, aber. Das wird. Das Rennfahren mehr genossen. Ha! Warum so feige, kleiner Mann? Okay. Der Stern bringt überhaupt nichts, ist das nur zur Abwehr praktisch da. Nein, da hat er mich erwischt. Ich hab dir deinen Dingens geklaut. Komm. Bleib doch bei Onkel Tod. Ja, warte. Kann ich machen. Wieder aber selbst um die Ohren jauen. Tschüss. Hat man den auch nie erreicht, ne? Okay, ja. Ach, jetzt habe ich schon auch nochmal gedrückt. Hör's mal wieder. 2 von 3, also. Weil ich um die Ecke gefahren bin. Knapp für alle beteiligt. Wir sind die einzigen, die beteiligt sind. Zack, jetzt mal abgewehrt, so muss das. Who's your daddy? Mit dem Ghost rausgehauen, ich glaub's ja nicht. Sonst wäre ich voll in die falsche Dingens reingefahren. Und tschüss! Scheiße, nein! Beide!
Da fällt der ganze noch an mir. Oh, Moment mal, das passt mir aber so nicht. Oh, tot war. Gut. Nein! Komm her, Todwart! Und tschüss! Das ist jetzt einfach nur Pech, wa? Hä? Ha! Hab ich den roten Panzer verarscht? Nein, Todwart. Wir sind doch. Überleg dir genau, was du tust. Natürlich höchste Schwierigkeit. Na, mittel. Fangen wir mit dem einfachsten Cup an, oder? Ja, lass mal den ersten Cup schaffen. Das ist eh mein Lieblingscup. Ich weiß nicht, ja. Die Strecken sind da am schönsten. Da kommt noch richtig Detail auf. Ja, nicht das, sondern ich bin eher. Ja, du kannst die so schön fahren. Ja. Mensch, was soll das jetzt schon wieder? Hauptsache, der fällt erstmal hinten weg. Perfekt, den Start hingelegt und dann. Ja, Hauptsache, Bro, Bowser direkt hinter mir. Können die erstmal vergessen. Ja, und jetzt kommt der hier mit dem blauen Panzer. Ich hab ja sonst gar. Peach hat mich überholt, blauer Panzer, was soll denn das? Hauptsache, ich geb der voll. Gemein. Jetzt bin ich ganz traurig. Ah, jetzt habe ich nicht. Oh, verdammt. Den Stern. Ah! Oh, jetzt bin ich. Oh, Scheiße. Oh. In der letzten Runde diese Spastis. Oh. Oh. Yeah.
Oh, jetzt kriege ich nur 3 Punkte, scheiße. Das fand ganz hinten auf. Hauptsache, ich gebe dir nur Starthilfe. Geht es eigentlich nur darum, dass ich dich schlage und die anderen nur so eben halt nebenbei, oder? Ja. Trotzdem halte ich meinen ersten Position. Nee, in Pause. Ich bin erster. War sowieso klar, ich brauchte nur zweiter zu werden. Im letzten Ball muss ich jetzt gewinnen und nicht eins machen. Hauptsache, wir mussten nicht nochmal dissen hier, ne? What? Ach, und jetzt? Oh, da hält mich die Kante auf. Nein. Ach, das gibt's doch. Oh, oh, oh. Heute ist nicht mein Zockertag. Yeah.
Du hab ich dich immer auf den Cup geschlagen. Bei Real, ne? Ja. Wo wir noch keinen Annie hatten, immer jeden Donnerstag. War das, ne? Oder ich jeden Donnerstag. Ging es auf nach Gladbach, Real und dann wurde da gezockt, ey, an den 64. Super Mario, Worms, alles dabei gewesen. Ah, das gibt's doch nicht! Da will man an dem Donkey Kong vorbei und der Pferd sagt, bremst er einen erstmal aus. Es sind auch mehr die anderen, die mich bei dir weghalten. Du machst mir nicht so einen Stress. Also, du bist auch in der ersten Strecke. Ja, Panzer. Ich wünsche mir, der würde alles wegfegen. Das wäre einfach nur okay. Ja, ist er so oder so. Jeder hasst ihn. Der Bowser ist ja noch schlimmer. Also in den letzten paar Rennen war der da. Ein bisschen spät, oder? Da klaut er mir tatsächlich dieser Scheißgorilla. It's me, Luigi! Wovon wurden die drei denn jetzt aufgehört? Was? Was für ein Fail war denn das jetzt? Da war doch gar keiner vor mir. So, wo bin ich denn jetzt eigentlich? Ich bin nur Fünfter geworden. Trotzdem erstmal mit 22 Punkten. Das finde ich auch scheiße, dass du das nicht wegdrücken kannst. Gerade jetzt so im Multiplayer, wenn du mal eben schnell eine Runde machen willst, ist das total beschissen. /30. Konnten wir noch mal starten. Achso, okay. 29. Da muss ich arbeiten, 28. Da also der 26. Da 26. Ein Vorteil für dich. Ja, weil das
Tod streckt ist. Ja. Wo ist denn alles noch rausgekriegt? Ist in dem Glitch gerade drin? Ja. Sind gerade alle raus? Noch wenn du direkt vor mir stehst, kann ich doch nichts dafür. Musst du mir nicht so im Wege sein, was passiert? Hauptsache ich setze den Pilz ein, der fährt trotzdem an mir. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt habe ich schon wieder nichts bekommen. Nein. Ach, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht! Warte mal. Luigi mit einem Punkt. Genau. Auf letzten Meter, blödes Affenvieh. Bin ich auf dem... Oh, what the fuck, Alter. Ernst, hä? Ja, haut mein Brief noch mehr weg. Ja, Hauptsache ich hab den Dingens und Donkey Kong kommt mir trotzdem hinterher, oder was? Was?
Strecke ist doch echt für den Arsch. Das Game will mich doch jetzt echt dissen, oder? Eine Fake-Competition braucht noch mehr. Der überrundet mich fast, weil ich so einen Scheiß Pech habe. Panzer wurde mal aufgehalten. War ja klar, dass nur ich das schaffen kann, ne? Ja. Weit auf. Hä? Oder Wario. Kannst du doch nichts machen. Doch ausweichen. Ja, das Game sich an der Stelle aber auch nicht beendet, weil ich bin ja letzter. Ja, ich. Das ist ja dann gar keinen Sinn, dass das weiter läuft. Früher hat man noch nicht so weit gedacht. Was war das denn? Das war richtig knapp. Oh, das gibt's doch nicht. Aufs Treppchen. Ja. Ja. Ich habe ja nur auf WhatsApp gerade. Wir sollen mal Werbung für den Stream bei Gronkh machen. Ja, ne, ist klar, bei Gronkh. Warum Werbung für Gronkh? Nein, bei Gronkh. Ach so, wir sollen zu Gronkh schreiben. Ja.
würde das wirklich supporten. Ich weiß nicht, ich. Das sind meine Zweifel. Ich würde ihn ja nicht darum bitten, dass er uns supportet, sondern eher zu ihm sagen: Hör mal, Alter, ich stampf dich im Boden. Wir machen jetzt hier das Mega-Entertainment. Ja, bitte. Oh, ich bin noch zweiter. Bams, Junge. Definitiv. So, als nächstes Super Smash Bros. Oder? Jo. Ja. Was denn noch auf Treppchen? Glück gehabt. Ich hab auf jeden Fall einen Platz hinter dir. Und Luigi als Dritter. Ja, dann hast du es nicht geschafft. Schon, dass das Copyright-Mocke ist. Hey, wenn du wissen, was für Mocke jetzt da läuft. Ja, wieder auf so Zeit. Weihnachtsdings und dann springen die Lichter. Oh, erst wieder hier. Miteinander oder gegeneinander? Team Green. Und los geht's. Random. Oh! Da hat mich gleich wieder durch. Yoshi.
ganz raus. Ha! Ich hab Pummel über den Kreis gemacht. Zack! So macht man das. Ich mach kaputt. Dafür haben wir einen Punkt gemacht. Timer! Und ich denke mal, wir haben gewonnen. Würde ich auch mal sagen. Ja! So muss das. Ich hab halt Pilz gemacht, nur 7 nach Vorbereiter und Angriffe. Ja. Nächste Runde. Ja. Diesmal wünsche ich mir Starbox. Lass doch gleich mal Ja, okay. Dann machen wir auch mal was anderes. Ja. Hauptsache wir holen da erstmal voll den Leck rein. Und zack!
Feuer! Arsch. Wenn du den normal, also wenn du den versuchst normal auszuführen, ist es dann nicht Punch. Wenn du den aber vorher mit Feuerball anlässt, dann ist das der Fire Punch. Ganz knapp vorbei. Wollte ich den Feuerkick einsetzen. Der lässt seinen Partner voll im Stich. Okay. Pokémon los! Lachso! Oh yeah! Tschö, Donkey Kong! Schon mal alles ready. Ich kann gewinnen. Ja, allein sein macht Spaß, besonders wenn man nicht warten kann, bis der andere ist. Und dann mal so Spaß haben dran. Was denn mal hier auf dem Handy? Hausache, meine Büchse liegt quer, aber keine Acht mehr was. Na jetzt.
dir den Red gegeben. Musst du also wissen, ob du das jetzt behältst oder nicht. Hauptsache, du willst mit Link spielen. Ja, er ist ja auch grün. Oh. Na, komm mal. Die Roten legen ihn an. 3, 1, 0. Hauptsache. Ah, schade. Hauptsache, ich gehe hin, gehe voll auf Mario los. Das erste, was wir leider machen, ist uns gegenseitig den Feuerball in den Arsch zu schieben. Zack! Und wieder mal. Ich glaube, ich noch damals hat sie noch nichts gebracht. Boom! Sämtliche Attacken von Captain Falcon werden uns wie voller Kopf abgewehrt. Kommt mit dem wirklich schlecht zum Zug. Oh,
Okay. Hängt aus dem Nichts heraus auf, weißt du? Lauf, lauf. Und Mario ist weg. Zerhammer das. Zerhammer. Boom! So muss das, Leute. So muss das. Was? Ah! Grünes Team gewinnt! Weil wir so gelust haben, der hat nicht mal einen Kill bei euch gemacht. Der hat mal einen Kill gemacht und ist fünfmal gestorben. Was stand die Scheiße? Ja, wir drei. Bei beiden. Was? So. Nehme ich denn jetzt meinen besten Freund? Na? Nicht. Nein! Dieser Punch ist echt schlimm, weißt du? Dann nochmal Feuer mit Feuer weg. Ne, springt hoch und killt mir nochmal. Voll weg, gedacht. Boom!
Ja, ich spiel wieder Call of Duty. Gott, ich spiel Call of Duty, Mami. Was? Hauptsache die Knarre ist schon leer. Ist doch gut, dass du mich jedes Mal so schnell wegpfefferst. Ja doch, durch den Firepunch. Hochgeglitscht! Lol, ich da häng. Und? Oh, hoho! Ansonsten, ja, wie gesagt, Podracers, Puzzle League, Ridge Racer. Ja, das wär's eigentlich. Ja. Und das hast du auf deinem Skin so, oder? Nichts, was man sofort zu zweit spielen könnte. Das hatten wir auch schon gestern. Ja. Dann lass eine Runde Podracer oder zwei. Ich spiele Anakin Skywalker, Darth Vader. Du musst nur B drücken, erstmal, und dann kannst du den Player wählen. Ihn nochmal zurück. Passiert gar nichts. Nee, du musst. Ja, One X. Habe ich mal nur die zwei war? Nein, eigentlich müssten da mehr sein. Will mal ein. Will mal B. Und jetzt müsstest du. Ja. Aber jetzt nicht nochmal denselben Willen, den du auch gewählt hast, ne? Ich glaube schon, ich weiß es gar nicht. Doch, knapp. Boah, was für ein Skill hat er denn kennen, ey? Mittel. Schwer, würde ich sagen. Wie war denn hier? Natürlich erste Strecke. Start Race. Also womit gehe ich jetzt gar nicht? Hier. Ja. Ja, denke schon. Geht der ran, ey. Hey!
Ja, alles klar. Also mit Buckles hatte ich weniger Probleme, dafür hat er mehr auf Speed geachtet. Dafür fährst du brutaler. Es ist immer noch schade, dass Hot Racer später nicht weiter in den Star Wars Episoden zelebriert worden sind. Weil in Episode 1 war definitiv das geilste Hot Racing. Und Jabba hatte ja einen Film dafür, oder der Vater von Jabba. Ich fand's auch spannend, also. It's a new lap record. Ja, muss ja haben, also. Haben wir jetzt Kopf an Kopf. Noch eine Runde, andere Strecke? Ja, klar. Die Eisstrecke. Ein schwieriger Gegner, wie ich finde. Die Eisstrecke. Immer nervig gewesen. Das würde ich jetzt nicht sagen, aber ich fand sie einfach nur schwer. Warte mal, guck mal, wie viel. Oh, was? Bin ich voll kleben geblieben. Was ich auch nicht verstehe, es gab für das Podracing-Spiel so viele. Autsch. Oh. Au. Gab's hier so viele Strecken, wie man sieht. Ich frag mich, warum diese Strecken und anderes nicht gezeigt wurden in dem Film später. Ich meine, Möglichkeiten gab es genug und es wäre ein guter Lückenfüller gewesen. Pod Racing war im ersten Teil sehr beliebt. War mit einer der Grafen auf. It's a new record. Und hast mir ein Wort.
sollte vielleicht ein bisschen mehr lernen. Auch nicht. Jetzt wird es aber hier auch radikal, wa? Hauptsache Pokémon-Namen benutzt. Für radikal. Fail. Du willst radikal sein und bist radikal. Jetzt macht mich das Game nochmal fertig. Autsch! Na, dafür verliere ich gerade. Am Boden. Bam, Alter, was geht denn jetzt hier? Hauptsache voller Megadrift, ja. Oh, ich hab's rausgeschafft. Mein Gott. Was ich ja ironisch finde, ist, weißt du, die schweben, die Dinger, und bist du? Wow. Die schweben, die Dinger, und sind immer noch darauf angewiesen, in welchen Untergrund sie haben. Gut, beim Sand kann ich das ein bisschen verstehen, da wird einiges aufgewirbelt. Aber bei Eis zum Beispiel. Echt, du holst mich nicht mehr. Ich will nur noch. Also ich bin ja auch diese... diese Runde sehr fehlerfrei gefahren. Bams, was geht denn jetzt ab? Und ich düse ihn davon. Schnell ins Ziel kommen, dann ist alles vom Ziel. Jump, jump. Ja, ich bin vor dir. Das gibt's ja nicht! Hey! Wow, was war denn das jetzt? Hey, oh ja. Ich bin gut. Was haben wir denn noch? Oh, jemand hat geschrieben. Ach so, na. Jetzt zählt das allerdings nicht. Was haben wir? Also wie gesagt, Ridge Racer könnten wir noch. Ja. So, ich denke mal, beim nächsten Stream connecten wir mal deinen PC mit meinem Steam-Account und laden dann mal was runter, ne? Wird man auch Multiplayer. Da habe ich nur ein paar Games. Also das einzige, was wir sonst noch zocken könnten, wäre Pro Force. Ja. Aber da habe ich nur wirklich Pro Force und nichts anderes. Du meinst Expendables. Ja, genau. Ja, das wäre eine Möglichkeit, aber das kannst du nur die Stelle von. Das ist nur der Zwang machen. Battle Mode. Aber ich habe ja Bro Force, also da kannst du Deathmatch Mode und so, das ist lustig.
läuft das eigentlich ja auch gut, wenn der oder dann runterladen und installieren wird. Und dann sucht ihr mal eine Stelle aus. Ansonsten nochmal, dass beim nächsten Spiel hätte man das auch vorfinden können. Dann machen wir jetzt gleich noch eine Expanded Rose. Wie viele Cards wollen wir? 6. Starten. Das ist einfach lustig. So, wenn du das machst, kommt euch mit bei irgendeinem Content oder was auch immer.
immer noch Hunger. Hauptsache erstmal Steam Update. Schlimm sowas mit dem Warten, ey. Ja. Sowas kann immer nervig sein. Ja, ich finde das schlimm bei Steam. Also da sind auf jeden Fall. Ich finde es ja nett, dass versucht wird, immer das Beste aus Steam rauszuholen. Immer up to date zu sein, aber manchmal geht es dann doch einem echt auf den Sack. Und dieser Ladeball, ne? Und Ladeball. Als. Ich wette, gleich wird das erstmal wieder mega laut. Das hasse ich so dermaßen an Expanded Boroughs. Monster Energy Gaming fragt, macht ihr während der Feiertage eine Gaming-Pause? Ich so, nein, dann fange ich an auf Vollzeit zu spielen. Würde ich auch so behaupten. Ja, erst kommt die Familie, aber ja. Die Zeit, wo du nicht Zeit mit der Familie verbringst, heißt das Controller zum Suchten. Die Expendables. Du stehst sonst mit. Achso, das ist der. Expendables! Ja. Wie findest du denn das Expanded Bros an sich? Ich mag das Menü schon nicht, wie man sieht. Das ist also noch ein gutes Spiel. Oh, schon, aber ich mag das Menü nicht, weil du dieses Spiel nicht richtig streamen kannst. Also mein Fall ist dieses Spiel nicht so sehr. Ach, was freue ich mich schon, wenn ich einen zweiten Display habe. So. Weg. Start. Let's go! Also ich kann das Game nur jedem empfehlen. Und zwar ist das Interface ziemlich bescheid gemacht, aber es ist lustig. Das Game ist halt... Ja, irgendwo ist es natürlich lustig, aber... Und es ist Reno. Ja, starte mal. Ja. Hä? Nein, du hast dein Lieblings-Bro! Yeah.
Lässt er das fallen? Ja, okay. 3, 2, 1, go! Wer braucht sowas denn? Hä? Aber ich spiele Restless Night. Mit dem Flammenwerfer eigentlich ist das auch ein bisschen beschissen. Man muss die halt kennen mit ihren Waffen und so. Ja, sie haben unsere Brüder gefangen, bla bla bla, kennen wir schon. Ja, jetzt bin ich endlich der Typ. Der ist in meinen Augen der stärkste Bro. 3, 2, 1, flex! Gleichzeitig! Flex incomplete! Yeah.
solange bis wir einmal Game Over sind. Also beide gleichzeitig. Ja. Ja, beziehungsweise ganz Game Over. Was machst du denn jetzt schon wieder? Ich glaub, dass der ruiniert. Rest in peace, bro. Geht doch weiter, oder nicht? Ja, jetzt kannst du weitermachen. 3, 2, 1, go, go, go! Also, du kannst das so oft wiederholen, wie du willst. Ach so? Das ist ja der Punkt. Machen wir das doch gerade, oder? Das sieht aus, als würden wir aus dem blöden Fenster springen. Wir haben es jetzt 3 Minuten nach 9. Zuschauer, Mann. Keine Ahnung, ich kann das gerade nicht sehen. Eingeschaltet habt. Yay! Ich würde mal sagen, bis zu den Weihnachtstagen, ne? Ja, also oder spätestens 26. Dezember rum, ne? Ungefähr, ja. Dann machen wir auf jeden Fall den nächsten Let's Play Day oder Retro Battle Live. Ja. Um den Dreh. Mal gucken, wie wir noch dazu holen können. Ja. Irgendeinen Idioten werden wir schon finden. Vielleicht bist auch du das. Und dann würde ich mal sagen, bis später. Ciao.